Meine Prognose für das Bundesliga-Topspiel Schalke gegen Gladbach. Ja, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Follow Me, I'm a Professor. Mein Name ist Holger von Juan Dietrich und ich bin Professor für Wirtschaftsinformatik. Dieser Kanal beschäftigt sich hauptsächlich mit Themen aus dem Bereich Data Science, also Datenwissenschaft. Wir bringen also regelmäßig datenbasierte Analysen und starten jetzt einfach mal mit so ein paar Videos zum Thema Fußball. Also generell, wen das Ganze interessiert und wer auch mal ein bisschen hinter die Kulissen gucken möchte, der lässt gerne ein Abo da, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr, würde mich freuen. Ja, kleiner Disclaimer natürlich am Anfang. Alle meine Videos hier auf diesem Kanal sind rein für Bildungszwecke. Das heißt, gerade beim Thema Fußball bitte nicht auf die Idee kommen, das als Basis zu nehmen für irgendwelche Sportwetten, Geld darauf zu setzen. Dafür ist das Ganze einfach nicht gedacht. Und man muss natürlich auch gerade sagen, beim Fußball, da haben wir eine große Zufallskomponente. Am Ende geht es immer nur um Wahrscheinlichkeiten. Und ihr wisst es alle selber, es kann am Ende dann auch wirklich völlig anders kommen. Ja. So, nachdem wir das aus dem Weg haben, gehen wir jetzt gleich mal rein in das eigentliche Thema, die Prognose. Es ist ja schon spannend, ja. Der Aufsteiger Schalke empfängt zu Hause Gladbach und das hier ist meine Prognose und ihr seht am Anfang ganz viel Computercode. Wir machen das bei diesem Video mal anders. Wir gucken uns gleich erstmal die Prognose selber an. Ich will euch da nicht weiter, wie gesagt, auf die Folter spannen. Und hinterher gebe ich einfach nochmal ein paar Einblicke, wie ich das gemacht habe, welche Daten ich verwendet habe, wie man das Ganze entsprechend vielleicht auch selber auch für andere Fußballspiele programmieren kann. Also, das ist sie, die Prognose. Meine Prognose ist Schalke 1:2 gegen Gladbach. Also, Schalke verliert 1:2 gegen Gladbach. Wir sehen hier zwei Plots. Mit den Einzelwahrscheinlichkeiten. Der höchste Balken ist das, was am wahrscheinlichsten ist. Bei Schalke ist das ein Tor. Bei Gladbach ist es ganz interessant. Da haben wir zwei Balken, die fast gleich hoch sind. Und zwar bei 1 und bei 2. Aber wenn man ganz genau guckt, und wir sehen das gleich auch noch in den Kombinationen in der Tabelle, die ich euch gleich zeige, ist die Wahrscheinlichkeit für zwei Tore doch ein klein bisschen höher. Das heißt, dass tatsächlich das wahrscheinlichste Einzelergebnis ist, 1:2, Schalke 1, Gladbach 2. Was glaubt ihr? Schreibt es doch gerne in die Kommentare unten rein. Würde mich interessieren, was ihr glaubt, wie das Ganze ausgeht und auch, was ihr generell von diesen Prognosen haltet. Ja, ich gehe jetzt aber noch mal ein bisschen tiefer rein. Ja, also, hier sehen wir eine Tabelle mit verschiedenen Kombinationen. Und wenn wir uns hier nämlich mal angucken, also Schalke haben wir in den Zeilen 0 bis 7 und Gladbach haben wir in den Spalten auch 0 bis 7, also jeweils die Anzahl der Tore. Und wenn wir jetzt hier mal in die 2 gucken, 2 Tore für Gladbach, dann sehen wir, das ist die höchste Einzelwahrscheinlichkeit mit fast 10%, 9,9%. Und nur ein klein bisschen weniger, also das würde dann natürlich bedeuten 1:1, haben wir entsprechend hier daneben mit 9,8%. Ja. Wobei, wenn man sich bei dieser Tabelle jetzt, wenn man mal alle Ergebnisse addiert, alle Wahrscheinlichkeiten addiert, also alle Siege von Schalke, alle Siege von Gladbach und alle Unentschieden, das wäre dann hier entsprechend in der Diagonale von dieser Matrix, dann kommt man auch zu einer ganz interessanten Statistik. Und da sieht man dann eben in der Gesamtschau, dass Gladbach schon dominiert. Ja, also fast 60% aller Spiele gehen an Gladbach, gut 20% gehen an Schalke und gut 21% sind ein Unentschieden. Gut, das also jetzt entsprechend hier zu der Analyse. Wir gehen jetzt ein bisschen tiefer rein, wie ich zu dieser Analyse gekommen bin. Und wer dabei bleiben möchte, würde mich natürlich freuen. Also wir gehen jetzt entsprechend in den Computercode. Das Ganze mit meinem Lieblingsprogramm gemacht, nämlich der Programmiersprache R, ein großes R. Wer das lernen möchte, wer da Interesse hat, ich habe da mal ein Video gemacht von fast, knapp 40 Minuten. Da kriegt man dann aber schon einen wirklich guten Überblick. Ich selber lehre das Ganze ja auch schon über viele Jahre. Und das ist auch eines meiner meist aufgerufensten Videos. Sind knapp 8000 Aufrufe inzwischen.
Und ich verlinke euch das entsprechend unten, dann könnt ihr euch das auch nochmal angucken. Den Code selber, den ich hier vorstelle, den findet ihr auch in etwas abgewandelter Form. Ich habe vor ungefähr einem Jahr schon mal eine ähnliche Analyse gemacht, damals Hertha Berlin gegen Bayern München. Da müsste man natürlich dann entsprechend die Daten anpassen. Aber grundsätzlich der Code, der steht euch auch frei zur freien Verwendung. Ich verlinke auch das entsprechend unten in der Caption. So, also jetzt kommen wir mal zu den einzelnen Komponenten. Es geht los, dass man sich zuerst einmal überlegen muss, wie viele Tore fallen denn überhaupt in so ein Bundesligaspiel. Und das ist hier das Erste. Da sehen wir gleich am Anfang, Mean Total Score habe ich das Ganze genannt, mit einer Zahl 3,12. Wo habe ich die her? Die habe ich entsprechend von Statista. Und ich zeige euch das hier mal. Da sehen wir Entwicklung der durchschnittlich erzielten Tore pro Spiel in der ersten Fußball-Bundesliga. Und wir sehen, das schwankt immer so um und bei. Dreimal ist es ein bisschen torreicher. Zum Beispiel die Saison 2019, 2020 hatten wir 3,21. Jetzt bei der letzten Saison 21, 22 hatten wir 3,12. Und ich habe dann auch entsprechend eben den aktuellsten Wert, oder aktuellst gibt es ja gar nicht, ne? Den aktuellen Wert genommen. Also da kommt die 3,12 her. Die nächste Komponente ist, wir müssen eine relative Stärke berechnen. Ja? Und da gibt es also verschiedene Ansätze, aber der beste Prädiktor ist das, was auch der Volksmund weiß, nämlich Geld schießt Tore. Und das Ganze kann man entsprechend sich über Transfermarkt, das ist die entsprechende Statistik, die man sich ziehen kann, transfermarkt.de. Und da sehen wir jeweils den Mannschaftswert. Und das ist ganz, ganz gut gemacht. Also wir haben einmal einen historischen Wert, hätte ich fast gesagt, vom 15.07.22 und wir haben einen aktuellen Wert. Also auch während der Saison ändert sich das ja ab und zu. Das wird hier permanent aktualisiert von Transfermarkt. Und wir sehen, ja, Wahnsinn, ne? Bayern München mit fast 900 Millionen Euro Mannschaftswert. Und wir sehen hier eben die Borussen auf Platz 8 mit 179 und wir sehen Schalke auf Platz 16 hier mit 73 Millionen. Ja, also das heißt, die Dominanz erklärt sich letztendlich über diesen Preis. Das Ganze geben wir hier auch ein. Das sehen wir an dieser Stelle. Ja, ich markiere es hier mal für euch. Da habe ich entsprechend, lege ich da fest, also wie die Mannschaften heißen. Gut, ich nehme dann natürlich verschiedene Farben. Für Schalke nämlich blau, für Gladbach schwarz. Und die Werte sehen wir hier mit 73 Millionen und 179 Millionen. Die nächste Komponente, die wir brauchen, ist der Heimvorteil. Dafür habe ich einen Artikel gefunden bei Telepolis über die mathematische Modellierung des Fußballspiels. Und wenn man da mal nachliest, da sehen wir Heimvorteil interessanterweise relativ stabil über die verschiedenen Ligen in Europa, liegt er immer so um und bei 0,4 mehr Tore pro Spiel. Ja, und das habe ich dann entsprechend hier auch mit ausgewählt, diese 0,4. Interessanterweise ist das nur mal nebenbei, dieser Heimvorteil in Zeiten von Corona, wo wir die ganzen Geisterspiele hatten, verschwunden. Ja, jetzt ist er wieder da, jetzt wo die Zuschauer da sind. Also das ist tatsächlich ein wirklich messbarer statistischer Effekt. Und den haben wir hier entsprechend drin. Den sehen wir hier mit 0,2 in die eine Richtung. Also die eine Mannschaft kriegt sozusagen, die Heimmannschaft kriegt 0,2 mehr. Und die Auswärtsmannschaft, der werden 0,2 Tore abgezogen, sodass das dann insgesamt eine Differenz gibt von 0,4 Tore pro Spiel. So, und das allerletzte ist, ich muss das mathematisch modellieren und jetzt wird es wirklich so ein bisschen nerdig sozusagen. Könnt ihr bei der nächsten Party irgendwie mit rumprahlen oder beim nächsten Fachgespräch unter Fußballexperten, ja. Fußballtore sind Poisson verteilt. Sind Poisson verteilt. Das ist also eine Verteilung, die, wenn ich eine feste Anzahl von Ereignissen in einer Zeitspanne habe, mit so ein paar verschiedenen Bedingungen noch, dann sind diese Dinge oftmals Poisson verteilt. Und interessanterweise, wenn ich mir den entsprechenden Wikipedia-Artikel dazu angucke, ich beame mich einfach mal ganz kurz auf die andere Seite und ja, jetzt ist es verrutscht.
dann sehe ich hier auch schon bei diesem Artikel, das sieht schon sehr danach aus, was wir eben gesehen haben, ne? Also das ist eben so eine klassische Verteilung mit verschiedenen Parametern, die wir hier sehen. Und interessanterweise, jetzt gehe ich mal wieder auf die andere Seite, interessanterweise ist es auch so, dass direkt in diesem Wikipedia-Artikel wird als eines der Beispiele, also Radioaktivität wird genannt und dann als zweites gleich Ergebnisse beim Fußball. Ja, und das packe ich also alles entsprechend zusammen und darüber rechne ich jetzt diese ganzen Wahrscheinlichkeiten aus und danach bin ich dann eigentlich auch schon fertig. Dann muss das Ganze nur noch gezeichnet werden, dann haben wir das entsprechend eben hier. Dann werden diese Wahrscheinlichkeiten miteinander multipliziert. Wir nehmen dort, vielleicht auch nochmal ganz oder nicht ganz unwichtig, wir nehmen an, dass die Tore der einzelnen Mannschaften unabhängig voneinander sind. Da kann man sich natürlich trefflich drüber streiten, aber das ist eine Annahme, die man in der Statistik gerne macht. Einfach auch, weil sie ist vielleicht nicht immer hundertprozentig richtig, aber die Alternative wäre ein deutlich komplexeres Modell, was dann im Zweifel auch nicht viel besser wird. Also oftmals sind, und das ist so eine Erfahrung, die ich auch tatsächlich selber gemacht habe, über viele Jahrzehnte sozusagen mathematischer Modellierung, einfache Modelle sind oftmals dann doch die besseren. Ich kann sie besser verstehen und ich kann sie vor allen Dingen, ich kann sie leichter anpassen. Sie haben gewisse Fehler, ja, aber in dem Moment, wenn ich mehr Komplexität reinbringe, bringe ich oftmals auch mehr Rauschen rein, sag ich mal. Ja? Und dadurch wird das ganze Modell dann insgesamt komplizierter, aber im Zweifel dann auch nicht besser. Und also wir nehmen Unabhängigkeit an. Normalerweise funktioniert das ganz gut. Also wir multiplizieren die Wahrscheinlichkeiten. Ja, dann addieren wir einfach nur jeweils alle Kombinationen, wenn Gladbach gewinnt, wenn Schalke gewinnt, beziehungsweise eben die Hauptdiagonale für die Unentschieden und machen da so ein Kuchendiagramm, ein Tortendiagramm und das ist dann die entsprechende Analyse. Ja, und damit sind wir auch am Ende. Wie gesagt, ich stelle euch das gesamte Material ja auch zur Verfügung. Ihr könnt euch das alles in Ruhe nochmal angucken. Ich plane für die Zukunft einfach mal so ein paar mehr Prognosen. Also wie gesagt, würde mich freuen, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr ein Abo da lasst, wenn ihr die Glocke aktiviert und alles, was dazugehört. Und freue mich dann einfach auf das nächste Video. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss.